Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu später Abendstunde, zumindest im Spiel. Die Folge erscheint ja nicht so ganz abendlich. Aber willkommen zu RimWorld hier und einem Lou, der sich erstmal ausruhen darf nach seiner kleinen Tortur. Ja, das war nicht so schön. Sein kleiner Traueranfall. Ah, der muss sich irgendwann mal besser fühlen. Hat er dringend nötig. Derweil brauchen wir aber mal neue Produktionsstätten, zum Beispiel. Ah ja, Arbeitstisch für grundlegende Prothesen. Ich glaube, der gehört noch zur Expanded Prosthetics Mod, die ich installiert habe. Dazu aber mehr, wenn wir im Forschungstab unterwegs sind. Habe ich mich hier verklickt. So. Bauen wir mal hier nämlich so einen Forschungstisch. Und wo wir einen Forschungstisch haben, brauchen wir eigentlich auch ein Stühlchen. So, nehmen wir mal so ein Stühlchen und alles wird gut. Muss nur der Lou irgendwann wach werden, um das zu bauen. Da habe ich noch ein bisschen Bedenken, aber nur so ein klitzekleines bisschen. Was haben wir denn hier für ein großes? Achso, von einem Kasua, der nicht verarbeitet wurde. Naja, passiert. Kann ich auch nichts machen. Eigentlich schon, aber egal. So, da haben wir noch was im Visier an Essen. Was können wir noch jagen? Ja, nehmen wir Alpaka. Alpaka geht immer. Tod seit weniger als einem Tag. Den können wir auch gerne verspeisen. Und da haben wir eine Kobra. Ist es die, die ich letzte Folge gesucht habe vielleicht? Man weiß nicht, man munkelt. Und Lou legt sich erstmal hier hin und schaut den Wolken zu. Warum auch nicht? Der soll sich ja auch mal ein bisschen Spaß gönnen. Hatte er ja irgendwie zuletzt nicht so gehabt. Warum auch immer. Und der Stil ist wach. Ja! Dich brauche ich dann mal. Und zwar um eine Kobra zu jagen, wollte ich gerade sagen. Da ist sie ja. Da! So. Und Kobra beschießen. Da mache ich das mal so hier. Damit ich es mitbekomme. Genau, das solltest du treffen, die Kobra. Und welch ist das Viech? Du darfst dich wieder rühren. Ist das nicht rührend? Flieh, du Narr. Aber nicht so schnell. Gott, die Schildkröte ist mir zu schnell. Was viel über mich aussagt. So, wo ist der Lou? Was macht der Lou? Schaut er noch immer den Wolken zu? Nee, der kümmert sich ums Tragen. Wunderbar. Befehle, da kann ich eigentlich mal hier, so langsam wird das Holz etwas knapper. Kann ich ja mal hier ein bisschen Holz fällen. Bin schon denn schon. Gut, das ist erstmal abgefrühstückt. Metall habe ich auch ein wenig rumliegen. Das geht auch schon mal in die richtige Richtung. So. Bauen wir das noch ab und gucken. Noch wird sich darum nicht gekümmert. Ich hoffe, das macht der Lou gleich. Balu und seine Crew. So, haben wir ein bisschen Fleisch rumlagern. Stirb, du Viech. Na bitte. Wenig Nahrung, ja, da kommt ja wieder Neues. Frankie ist ja schon dabei. Und ja, Labortisch. Ich kann mich jetzt um die Forschung kümmern. Und da wollte ich euch ja zeigen. Oi. Hier hat sich ja durchaus was getan. Wir haben hier einmal einen Hauptforschungstab, der sich offenbar, glaube ich, noch ein kleines bisschen erweitert hat, wenn ich das richtig sehe. Zumindest kommt es mir so vor, dass der etwas größer geworden ist. Aber würde ich jetzt... muss gar nicht mal. Ich glaube ja, aber ich will es jetzt auch nicht beschwören. Egal.
Eine Neuerung, wer das Spiel vorher schon gekannt hat, sind die Tabs. Jetzt können Mods hier einen eigenen Tab bekommen und damit hat man quasi die Forschung, die vom Spiel selbst sind, getrennt von den Mods. Das macht um einiges Übersicht, weil wenn man mehrere Mods hat, dann wird das hier kreuz und quer und man blickt gar nicht mehr durch. Hier hat man einen wunderschönen Aufbau, auch nochmal extra für die Prosthetics Mod, die ich sehr empfehlen kann. Die bringt ein Prothesen und Co., wie ihr schon seht, auch synthetische Organe und sowas alles dabei. Bringt sie mit ins Spiel, aber ohne zu übermächtig zu sein. Also das ist so ein bisschen Vanilla-friendly noch. Man kann das gut ungefähr auf einen Schwierigkeitsgrad weiterspielen und hat ein paar mehr Möglichkeiten. Und natürlich, wenn ich mir später Leute mache mit guten Prothesen, die können natürlich etwas effizienter sein als normale, aber kostet halt alles, also alles noch im Rahmen. So, und was wollte ich jetzt machen? Schmieden wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Nee, keine Ahnung. Wo haben wir denn das, was ich brauche? Automatische Geschütze. Haben wir Grundlagen Mikroelektronik. Trotzdem würde ich erstmal das Schmieden herstellen wollen. Hätte ich so irgendwie Lust zu. Und Grundlagen Mikro... Ach. Es macht einfach keinen Sinn. Wenn ich Schmieden mache, erst nachdem ich automatische Geschütze besitze, das macht absolut keinen Sinn. Von daher erstmal das Schmieden. Und dann die Mechanik und dann macht Mikroelektronik Sinn. Also hier würde ich noch so eine Linie ziehen eigentlich, dass Mikroelektronik auf jeden Fall Mechanik vorher benötigt. Alles andere ist eigentlich Unsinn. Na gut, ich bin froh, dass wir überhaupt dieses geile Forschungstab jetzt haben. Forschungstisch haben. Damit wir in den Forschungstabs arbeiten können. So, jetzt habe ich den Bogen noch so gerade bekommen. Vogelfleisch, ein kleines bisschen. Regen ist gar nicht mal so schlecht. Im Regen kann man gut hier sowas wie Bumalopen jagen, aber nur mit nur zwei Schusswaffen habe ich da ehrlich gesagt ein kleines bisschen Angst, wenn die sich auf einmal alle anfangen zu rächen, dann kann sich das auch für uns rächen. Und was haben wir hier? Achso, nur eine Ratte. Die darf gerne erschossen werden. Da habe ich ja mal so absolut gar nichts gegen. Oh, 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 ein Panther in der Nähe. Das ist schon ein bisschen kritischer, wenn der sich hier rumschleicht. Der könnte tatsächlich Ärger machen, der Panther. Das macht mir durchaus ein kleines bisschen Pipi in den Hosen. Und ich bin auf komprimierten Stahl gestoßen. Wo? Wo bin ich auf Stahl gestoßen? Whatsoever. So, ich warte, glaube ich, mal, bis der sich schlafen legt. Und dann mache ich hier so einen Stealth-Angriff quasi. Risikozusammenbruch leicht. Yes, so. Dann können wir einmal hier den nehmen und warte mal, Mike, du kommst zur Sicherheit mit. Und da. So, Mike ist wirklich nur so mein Sicherungsseil. Rettungskapsel. Okay, Mike sollte mal langsam hier rankommen. Yes! Ist es tot, das Viech? Oh, geil, geil, geil. Kann ruhig gejagt werden. Wir haben aber eine Rettungskapsel, um die wir uns kümmern können. Warte mal, dann machen wir mal hier Panther rechts, sehe ich. Das ist gut und billig. Hm. So, du hast den Absturz einer Rettungskapsel registriert. Wenn jemand den Aufschlag überlebt hat, ist er vermutlich schwer verletzt. Du kannst ihn retten und ihn dann seine Wege ziehen lassen oder fang ihn ein, wenn du ihn rekrutieren oder versklaven möchtest. Ja, was haben wir denn hier? Uff. Der ist ja so gar nicht nützlich irgendwie für uns.
Nee, fangen macht jetzt nicht so wirklich Sinn. So, warte mal, wir haben hier doch eine Nachteule. So, du bist eine Nachteule, du bist medizinisch zwar nicht relevant, aber scheiß drauf. Tod in 12 Stunden. Mal sehen, was ist denn alles auf dem Weg, was mir gefährlich werden könnte? Die Schlange, die schläft auch. Das ist gut. Weil wenn die wach wäre, dann wäre das definitiv gefährlich. Aber so können wir das mal probieren. Ah nee, Grief ist selbst aufgestanden. Na gut, dann geht er eben. Der Griefer. Der ist zwar bald dann tot, aber egal. Ich bin unschuldig. Ausnahmsweise. So. Wo geht der denn lang? Achso, der holt da Bauteile aus der ehemaligen Kapsel. Auch nicht schlecht. Oh, hier habe ich noch. Das habe ich ganz übersehen. Ja, das ist doch mal ein Vorkommen in der Nähe. Das ist ja noch übersichtlich. Geht in Ordnung. Oh Mist, die waren so ein bisschen getrennt. Das hätte ich ausnutzen können. Na gut, dann eben nicht. So, Frankie, was geht? Oh ja, stimmt, den Panther, den können wir natürlich auch noch schön zerledern, im wahrsten Sinne des Wortes, denn Leder wird auch dabei rumkommen. Da ist es. Nee, Pantherfell, okay. Doch nicht zerledert, sondern zerfällt. Zerfällt. ganz schlechtes Wortspiel. Bitte, 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 bitte. Genau, immer schön auf die Alpakas klöppeln. Oh, ich dachte schon, der will ewig fliehen. Aber tatsächlich ist er denn mal down. Ey Leute, was geht ab? Seid ihr mit mir down? So, langsam sollte ich hier mal aber ranklotzen. Zum Beispiel in die... Habe ich hier noch keine Aufgabe? Doch, mache Steinblöcke für immer. Joa, das klingt doch anständig. Habe ich denn noch keine Steinblöcke? Doch, ich habe schon 60 Steinblöcke hergestellt aus Kalkstein. Das kann gerne noch mehr werden. Und hier mache ich mal einen Auftrag. Große Skulptur. Man kann ja mal groß anfangen. Warum immer klein anfangen? Was wird hier gejagt? Ach so. Okay. Und da ist wieder eine Kobra in der Nähe. Und ein Überfall findet statt, ja. Hyäne heißt der Fregel, der uns hier ans Leder will oder ans Fell, je nachdem, worauf er es abgesehen hat. Mal sehen, mit etwas Glück wird er ja vorher an sich zerfleischt durch irgendein wildes Tier. Ach, der wartet noch bis zum Überfall. Dann kriegen wir gleich eine Nachricht, dass der Überfall gestartet ist. So lange können wir noch ausharren. Ja, Stammesmitglieder der Fraktion, die Roten Raben Magalula, starten ihren Angriff. Das bedeutet für mich, ich muss einmal... Ach, ist Lu etwa auch der Einzige, der Steine macht? Das wäre unschön. So. Dann packen wir die beiden mal hinter die Barrieren und warten den Angriff ab. So, und da kommt er. Da schauen wir uns doch mal an, wie der jetzt hoffentlich tot geht. Jawohl. Was haben wir denn hier? Ein überlegener Stahlspeer. Yes. Den kann man auf jeden Fall mal lagern. Und was haben wir hier? Der sieht nicht so ganz solide mehr aus. Was hat er für Attribute?
Bergbau, Handwerk, Konstruktion. Ja, wenn der Mann ein guter Konstrukteur zumindest wäre. Aber nein, ist er nicht. Dann brauche ich den eigentlich auch nicht so sehr. Der kann eigentlich auch verrecken im Großen und Ganzen. Und ihr dürft schlafen gehen oder was ihr sonst vorhabt. Habe ich einfach mal so beschlossen. So, Frankie macht wieder lecker Nahrung. Ja. Und mal sehen, der wird auch verreckt sein am nächsten Morgen, mehr oder weniger. Muss man eigentlich nur noch den Wecker nachstellen. Und dann jagen wir da weiter. Haben wir hier noch was Schönes? Ja, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, das sind Bumalupen. Ach, Mike baut hier an der Skulptur. Okay, da hat er was zu tun. Ist in Ordnung. Oh, Nahrungsmittel haben wir jetzt ganz gut. Also 45. Ich glaube, wir haben die größte Krise erstmal überwunden. Da bin ich verdammt happy drüber. Oh, und die große Skulptur ist da. Oha, eine freundliche KI aus deiner Vergangenheit namens Charlon Whitestone hat dir eine Nachricht geschickt. Er erzählt dir, dass er ein Sternenschiff auf diesem Planeten versteckt hat und gibt dir die Weltkoordinaten. Wenn du zu diesem Schiff reist, wird Charlon dich aus deiner Rimworld rausfliegen. Ja. Wollen wir zu diesem Ort springen? Oh, generiere Planet. Da kommen wir erstmal in eine kleine Phase hier. Vermutlich, weil durch die Mod, die ich installiert habe, vielleicht muss da einiges neu platziert werden. Das könnte durchaus der Grund sein. Da ist der Ort, wo ich hin müsste. Warte mal, und ich selbst bin... Wo bin ich denn? Nee, ist das hier meins? Nee, halt, Pfeilmacher. Oh, die Zeit ging noch weiter nebenbei. Ja, auch gut zu wissen. Ah nee, ich bin an ganz anderem Ort. Ich bin... Wo bin ich denn? Baumring, nein, das bin ich nicht. Wo bin ich? Hilfe! Wo habe ich mich niedergelassen? Ich weiß es gerade nicht. Ah, nehmen wir das hier, ne? Utopia, da sind wir doch. Wunderbest. So, aber erstmal gucken wir... Ui, das ist eine nette Besuchergruppe. Bringen die uns was mit oder so? Das wäre ganz liebenswert. Aber bitte keine Tierchen, die uns angreifen. Das mitbringen wir nicht so gut. Ah gut, beenden wir einfach mal hier, machen wir hier einen Cut und sehen beim nächsten Mal, was wir mit der Besuchergruppe anstellen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bis dann. Tschüssikowski.